Schon beim Eintreten werde ich von der fröhlichen Atmosphäre gefesselt. Die blauen Wände, das gedimmte Licht, die Poster an den Wänden und die Blumen auf den Tischen schaffen Gemütlichkeit. Die Tische und die Stühle sind schon sauber und ordentlich in Reihe und Glied. Ich höre die angenehme Musik und sehe die strahlenden Gesichter der Studenten. Doch mittags geht es hier hoch her. Schnell kommt die erste Auseinandersetzung. Zwischen 12 und 14 Uhr ist es eher brechenvoll. Es ist schwer, einen freien Tisch zu ergattern. Nach einigen Minütchen sehe ich zwei Mädchen, die gerade an einem Platz am Fenster aufstehen. Man muss aufmerksam sein, um einen Platz zu bekommen. Ich habe mich gemütlich auf dem Platz eingerichtet. Es riecht wunderschön nach gebratenem Fleisch. Mal sehen, was auf der Karte steht. Schweinerücken mit Schafkäse und Oliven, Hähnchen in Kokoscurrysauce, Duftreis, Ratatouille-Gemüse. Sehr lecker. Ich stelle mich am Buffet in die Schlange. Die Speisen sind geschmackvoll aufgestellt und dekoriert. Alles ist frisch zubereitet und noch warm. Man sieht den Dampf über den Gerichten. Endlich habe ich mich für Hähnchen und Gemüse entschieden. Nun schnell zur Kasse, damit das Essen nicht kalt wird. Doch ist nämlich schon die nächste Schlange. Nach etwa 5 Minuten bin ich endlich dran. Hallo. Bitte. 6,50 Euro. Das war ein bisschen teurer als erwartet. Höhere Preise, aber dafür auch bessere Qualität als in der Mensa. Das Ratatouille-Gemüse ist wirklich lecker. Vom Hähnchen aber habe ich mehr erwartet. Die Kokoscurry-Sauce schmeckt fast nach gar nichts. Nächstes Mal werde ich etwas anderes ausprobieren. Aber es geht ja hier nicht alleine nur ums Mittagessen. Die Macher haben von Anfang an eine bestimmte Idee verfolgt, wie Manager Ulrich Oppertz erzählt. Ziele sind ganz einfach, den Studenten hier eine Plattform zu geben, wo sie sich treffen können, ja, sich austauschen können, gemütlich Kaffee trinken, guten Essen dazu und halt eigentlich einen gemütlichen Anlaufpunkt beim stressigen Studieren in der Bibliothek und so weiter zu haben, wo man sich treffen kann. Um mich herum werden die Gäste im EO immer weniger. Fertig mit dem Essen beeilt man sich zur nächsten Vorlesung oder zum nächsten Seminar zu kommen. Am Tisch sitzt eine fröhliche Gruppe von Studenten. Auch sie kommen regelmäßig ins EO. Also ich bin eigentlich immer im EO, wenn ich gerade keinen Unterricht habe. Also hier verbringe ich einfach die freie Zeit. Die Atmosphäre ist sehr warm. In der Mensa ist es zwar größer und billiger, aber es ist einfach kälter dort. Ich komme täglich hierher und die Atmosphäre, ja, okay, ist teilweise ein bisschen laut und überfüllt, aber trotzdem noch einer der angenehmsten Plätze an der Uni und das Essen ist auch eigentlich am besten hier, von daher komme ich dann immer wieder her. Die Atmosphäre finde ich ganz gemütlich. Ich meine, es ist immer so warm. Es gibt immer so nette Leute, mit denen man sich unterhalten kann. Das Essen ist wirklich sehr, sehr gesundheitlich. Jetzt bleibt noch kurz Zeit für einen Nachtisch. Hier gibt es keinen Zweifel. Ich liebe die Muffins im EO. Das sind die besten Muffins, die es in Mannheim gibt. Aber auch der Muffin ist irgendwann aufgegessen. Mittlerweile ist es 15 Uhr und die nächste Vorlesung beginnt gleich.